Gerade in sehr heißen und trockenen Sommern wird uns allen bewusst, dass sich das Klima verändert, auch hier in der Schweiz. Darunter leiden viele Nutztiere, aber insbesondere eben die Milchkühe. Je höher die Leistung ist, desto mehr fressen sie, desto mehr Wärme wird produziert und desto mehr leiden sie unter Hitzestress. Hitzestress als Thema wurde weltweit eigentlich schon sehr gut erforscht. Allerdings stammen viele Studien entweder aus Kalifornien oder aus Israel, wo natürlich Hitze ein Problem ist, aber die Bedingungen sind doch kaum mit der Schweiz vergleichbar. Die Genetik ist eine andere, die Leistung, auch die Haltungsbedingungen ist anders. Man weiß zum Beispiel wenig darüber, wie Kühe, die auf der Weide sind, auf Hitzestress reagieren. Und das war unsere Motivation, dieses Projekt durchzuführen. Sobald insbesondere an sonnigen Tagen die Temperatur über 20 Grad zu steigen beginnt, intensivieren wir die Tierbeobachtung, weil zu viel Hitze ist ganz klar ein Stressfaktor, der auch einen Einfluss hat auf die Leistung der Tiere. Man schätzt, dass je nach Luftfeuchtigkeit und Wind und Sonneneinstrahlung dieser Hitzestress schon mit etwa 16 Grad anfangen kann. In einer Umfrage unter Landwirtinnen haben wir gesehen, dass die Grenze zu Hitzestress häufig zu hoch geschätzt wird. Etwa 3/4 der befragten Landwirtinnen schätzten, dass Hitzestress erst ab so 25 Grad im Schatten anfängt. Etwa 20% schätzen den Beginn sogar erst ab 30 Grad. Wenn Kühe unter Hitzestress stehen, fressen sie weniger, weil Futteraufnahme bedeutet mehr Verdauung und die wiederum produziert Wärme. So schützt sich also die Kuh vor zusätzlicher Wärmeproduktion. In der Milchleistung ist Hitzestress mit einer Verzögerung von etwa 3 Tagen erkennbar. Dazu kommt dann mittelfristig auch eine reduzierte Fruchtbarkeit. Was die physiologischen Auswirkungen von Hitzestress bei Milchkühen sind, erklärt uns Alice Ponticcia. Um Körperwärme abzugeben, erhöhen die Kühe die Atemfrequenz. Wenn sie die Körpertemperatur nicht mehr halten können, haben sie Hitzestress. Je höher die Körpertemperatur ist, desto größer ist der Hitzestress. Die Körpertemperatur kann man vaginal, rektal oder im Pansen messen. Ich zeige eine Grafik aus meinen Experimenten an Holstein-Milchkühe. Auf der Y-Achse ist die Körpertemperatur dieser Kühe an verschiedenen Tagen. Auf der X-Achse ist die gefühlte Temperatur an diesen Tagen. Die gefühlte Temperatur hängt neben der tatsächlichen Lufttemperatur noch von der Sonneneinstrahlung, Luftfeuchte und Wind ab. So kann man sehen, dass je höher die gefühlte Temperatur ist, umso mehr Kühen haben eine erhöhte Körpertemperatur. Und alles, was über 38,5 Grad ist, deutet auf Hitzestress hin. Manche Kühe haben Hitzestress bereits bei einer gefühlten Temperatur von unter 20 Grad. Ab 25 Grad haben die meisten Kühe Hitzestress. Es gibt sehr große Unterschiede zwischen den Tieren. Daher reicht es nicht, nur auf den Thermometer zu schauen. Ein ganz besonderes Verhalten bei Hitzestress, welches wir in unseren Untersuchungen auch gesehen haben, ist dieses Gruppierverhalten. Während sie so gruppiert beieinander sind, fressen sie nicht und kauen auch nicht wieder. Das ist eigentlich ja nicht erwünscht. Dieses Gruppierverhalten deutet auf einen hohen Stress hin. Es ist ein Verhalten, welches Fluchttiere auch in anderen stressigen Situationen zeigen. Das Gruppierverhalten wird natürlich auch beeinflusst oder zumindest verstärkt durch das Auftreten von stechenden Insekten wie Fliegen oder Bremsen. Um den Hitzestress zu reduzieren, zeigen Kühe auch weitere Veränderungen im Verhalten. Sie liegen weniger, sie zeigen weniger Wiederkauaktivitäten, sie suchen Schatten auf, wenn sie die Möglichkeit haben, und sie stehen eher näher zur Tränke. Aus meiner Sicht ist die wichtigste Maßnahme gegen Hitzestress bei den weidenden Tieren, dass wir sie wieder in den Stall nehmen. Im Normalfall sehen wir ja die Kühe, dass sie zusammenstehen, wenn sie Hitzestress haben. Bei uns ist es jetzt natürlich etwas speziell. Durch das, dass wir Vollweide haben, fressen unsere Tiere
die gesamte Ration auf der Weide. Das heißt, sie wissen, wenn sie in den Stall kommen, gibt es nichts mehr. Da müssen sie sich entscheiden, will ich jetzt noch fressen oder gehe ich doch lieber in den Schatten? Und ich denke, bei uns ist es entsprechend extrem. Sie fressen wirklich und wenn es ihnen zu heiß wird, macht es wusch und alle Tiere stehen an einem Haufen zusammen. Und dann nützt es auch nichts mehr, wenn wir 10 Bäume haben, weil alle stehen unter einem Baum. Aber dann denke ich, ist der Hitzestress schon zu groß und dann müssen sie definitiv in den Stall. Natürlich gelten auch die bekannten Maßnahmen weiterhin, wie zum Beispiel, dass man auf der Weide immer eine Tränke anbietet, dass man Schatten anbietet, wenn möglich, dass man die Kühe eher nachts weidet oder frühmorgens, dass man die Herde gut beobachtet und eben bei Hitze rechtzeitig reinbringt. Dann im Stall kann man eben Ventilatoren anbieten oder Vernebelung oder Duschen. Und man kann Warn-Apps verwenden, die einem vorhersagen, ob heute mit Hitze zu rechnen ist oder nicht. Dann sollte man die Insekten natürlich im Auge behalten. Und wenn man die Chance hat, dann kann man bereits beim Stallbau eben den Faktor Hitze mit berücksichtigen. Für uns ist es eine Herausforderung, herauszufinden, wann wirklich der Punkt ist, wo die Kühe vom Fressen in einen Hitzestress geraten. Ich denke, da brauchen wir einfach noch mehr Erfahrung, gute Beobachtungen und dann wird es sicher klappen. Zusammenfassend kann man sagen, dass das Beobachten der eigenen Herde ein ganz zentraler Faktor ist. Nur durch das Beobachten kann man ein Gefühl dafür bekommen, wie sich die eigene Herde verhält und wann sie eben Hitzestress anzeigt. Und so kann man den richtigen Zeitpunkt finden, um die Kühe rechtzeitig in den Stall zu bringen.